Ich sitze jetzt schon etwas länger als 3 Jahre regelmäßig auf dem Mountainbike und muss sagen, das war wohl die beste Zeit meines Lebens. Man kann wohl sagen, ich habe etwas weniger Fett auf der Kette, seit ich diesen Sport mache, aber es ist einfach jeden Cent wert. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, Freundschaften geschlossen, Liebe gefunden und sowas wie Familie. Was auch wie eine große zusammengeschweißte Mountainbike-Familie wirkt, ist dieser tolle Verein, bei dem ich heute zu Gast sein darf. Ja, es regnet ein bisschen, aber das hat uns heute hier nicht abgehalten, an der Vereinsmesse in Freisen zu fahren. Vereine sind die Grundlage eines jeden Sports und gerade für den Mountainbike-Sport zur Gründung legaler Strecken unfassbar wichtig. Heute bin ich mal wieder hier mit meinem Lieblingsverein, der Grüne Hölle Freisen. Es ist gerade Training, die Kinder sind super motiviert, es geht richtig ab. Die Jungs haben schön abgeliefert und ich bin heute auch erstmals nach meiner Verletzung wieder am Start. Und jetzt euch viel Spaß mit dem Video. So, warte. So Leute, es geht los. Direkt auf die Jumpline. Ist ein bisschen nass jetzt, aber es geht. Oh, ich schaff den einfach nicht. Was du? Da ist noch viel Luft nach oben. Fahrradfahren kann schon besser. Hey. Was ist denn jetzt schon wieder? Der kleine Hops. Matteo hat für jeder was ein Auge. Ah, da zieht er drüber. Schön, dass heute hat getappt. Da springt er, ich Manuel. Und jetzt ziehe ich einen Whip. Na, fast einen Whip. Ja, von der großen Kante. Wie ihr schon sehen könnt, wird das hier ein etwas kürzeres Video, denn wir hatten leider nur 1 Stunde Zeit. Diese haben wir dennoch vollends genutzt. Was geht, was geht? Der Ben ist jetzt auch mit am Start. Woo!
Aber wenn es rät, dann macht es Bike nur noch mehr Spaß. Ah. Noch ein kleines Update zum Outdoor-Tag. Ich finde es richtig stark. Warte mal, ich finde es richtig stark, dass ihr den supportet. Weil man kann nicht von jedem erwarten, dass wenn man so ein geprelltes Schlüsselbein hat, dass man noch so Content für euch produziert, ne? Also folgen wir alle rein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch eine Tour große Jump, weil die ist heute noch nicht geballert, gell? Yeah! So. Was soll ich denn jetzt sagen? Das war's mit dem Video. Kanal abonnieren. Ja, und Glocke aktivieren. Ja, das musst du jetzt sagen. Das war's mit dem Video. Kanal abonnieren, Glocke abonnieren und liken. Ein bisschen motivierter, aber das Grinsen ist gut. Fantastisch.